Sie wollen euch recht herzlich begrüßen zum dritten Vortrag in diesem Vortragsblock. Der Vortrag wird gehalten von Rebecca Berle. Sie ist Doktorandin am Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion am KIT in Karlsruhe, an dem ich auch studiert und promoviert habe. Und das heißt, sie kommt aus einem Bereich, der nicht direkt so direkt Geo ist. Und so mehr freue ich mich, dass dort Geodaten und Geoapplikationen zum Einsatz kommen und insbesondere Open Source. Und wir hören jetzt etwas zum Thema Anwendung von WebGIS zur Monitorung der Resilienz kritischer Verkehrsinfrastrukturen am Bereich der, Beispiel der Wasserstraßen. Hallo und willkommen zu unserem Vortrag zu der Anwendung von WebGIS zum Monitoring der Resilienz kritischer Verkehrsinfrastrukturen am Beispiel der Wasserstraße. Nach einem Einblick in unser Forschungsprojekt Preview stelle ich unsere interdisziplinäre Risikobewertung als Grundlage unserer WebGIS-Anwendung vor. Die GIS-basierte Visualisierung des risikobasierten Instandhaltungsmanagements zeige ich im Anschluss, bevor wir zum Ausblick und weiteren offenen Punkten kommen. Kommen wir also direkt zur Einleitung. Die befasst sich wie angekündigt mit dem Forschungsprojekt Preview, welche sich zum Ziel gesetzt hat, die Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz der Wasserstraßeninfrastruktur in Deutschland zu erhöhen. Das dreijährige Projekt befindet sich aktuell in den letzten Zügen. Forschungsgegenstand unseres Projektes sind die Wasserstraßen in Deutschland mit einer extrem hohen verkehrlichen Relevanz, wie hier auch gezeigt. Sprich, wir haben das größte Wasserstraßennetz in ganz Westeuropa. Wir haben 227 Millionen Tonnen Güter, die transportiert werden, und eine entsprechende Ausgestaltung der Infrastruktur im Sinne der Binnenwasserstraßen. Und dadurch resultieren haben wir einen hohen Anlagenbestand, der sich aus ca. 5000 Bauwerken zusammensetzt, die ein entsprechendes Anlagevermögen aufweisen und welches die, wodurch eben die meisten Großstädte und wichtigsten Industriezentren miteinander verknüpft sind. Jetzt fragen Sie sich sicher, was bei unserem Anlagenbestand denn das Problem ist. Doch wie wir hier in jüngster Vergangenheit nur zu oft beobachten konnten, sind funktionierende Systeme Gold und Geld wert, was meist erst dann eben an Beachtung gewinnt, wenn die funktionierenden Systeme eben nicht mehr funktionieren. Blockaden in der Schifffahrt weltweite Auswirkungen haben wir alle beobachten können. Doch auch auf regionaler Ebene gibt es immer wieder Risiken im Zusammenhang mit Wasserstraßen. Denn der Bauwerksbestand sämtlicher Transportinfrastrukturen weist einen Sanierungsbedarf auf. Die Vernetzung der Verkehrsträger spielt ebenso eine große Rolle in der Resilienz von einzelnen Transportwegen. Darüber hinaus ist die Besonderheit der Wasserstraßen auch eine potenzielle Gefahr von Leib und Leben bei einem elementaren Versagen wie einem Dammbruch beispielsweise. Hier sind ein paar jüngste Beispiele. Für den nationalen und internationalen Güterverkehr und aus Umweltgesichtspunkten sind Wasserstraßen ein unentbehrlicher Verkehrsträger. Und aber aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen und als Teil der kritischen Infrastrukturverkehrsnetz müssen sie gegenüber verschiedenen Extremereignissen widerstandsfähig bleiben und zukunftsfähig sein. Das Problem besteht darin, dass die Altersstruktur und der Zustand der baulichen Infrastruktur ein Risiko durch strukturelles Versagen darstellen. Und die Kenntnisse über die Anfälligkeit und das Gefahrenpotenzial, ist unvollständig oder veraltet. Das Projekt Preview untersucht daher die Auswirkungen auf einerseits die Logistik und auf andere Verkehrsinfrastrukturen, auf angrenzende Industrien und auf die Bevölkerung der angrenzenden Regionen. Um unsere Untersuchungen ein greifbares Forschungsobjekt zu geben, haben wir uns für die Modellregion entschieden des Westdeutschen Kanalnetzes. Diese weist alle Besonderheiten der gebauten Wasserinfrastruktur auf. Das Westdeutsche Kanalnetz hat Verbindungsstellen zum Rhein und dient als wichtige Verkehrsanbindung für Industrie- und Energieerzeugung und weist stellenweise auch eine unmittelbare Siedlungsnähe auf. So, jetzt habe ich die ganze Zeit von wir gesprochen, aber wer ist das eigentlich? Die Beteiligten sehen Sie hier auf der rechten Seite, beispielsweise in der zur Wartung trockengelegten Schleuse Oberhausen. Wir sind an der Stelle auch zunächst das KIT, also Karlsruhe, die Universität in Karlsruhe, als Koordinator und Risikobeauftragte
Johannes Gast analysiert nebenher als Repräsentator von Forflow die logistischen Einflüsse, während die Bauingenieure der Hochschule Karlsruhe und die BAW als beratende Behörde ihre Kompetenzen rund um den Bereich von Wasserstraßen und Instandhaltung einbringen und die Ingenieure von Antworting stellen darüber hinaus bevölkerungsschutztechnische Forschungen an im Rahmen unseres Projektes. Um jetzt eine risikobasierte Instandhaltungsstrategie zu monitoren, müssen zunächst ein Berechnungsansatz der interdisziplinären Risikobewertung erfolgen, bevor wir auf die GIS-basierte Visualisierung zu sprechen kommen. Wir haben hier dargestellt einen mehrstufigen systemischen Ansatz zur interdisziplinären Risikobewertung entwickelt, der es erlauben soll, die Resilienz der Verkehrsinfrastrukturen zu überwachen und damit eben auch zu erhöhen. Grundlage der Risikobewertung stellt dabei die Betrachtung von Risiko als systembezogene Prozesskette dar, die in verschiedenen miteinander verbundenen Systemen abläuft. Hier in der Mitte dargestellt haben wir das System. Das System wird mit einem Ereignis konfrontiert, resultiert dann als Gefahr, als Einwirkung auf die Vulnerabilität, also sprich die Anfälligkeit eines Systems, welches in Abhängigkeit dieser Vulnerabilität eben mit einer Systemantwort reagiert und über die Gefährdung zur Kritikalität wird und die Konsequenz resultiert, wodurch eben wieder ein neues System betroffen sein kann. So führt hier dargestellt ein Ausfall im Systembauwerk zur Aktivierung der Prozesskette in den Systemen Verkehrsnetz, Industrie und Bevölkerung. Damit kommen wir zur einleitend präsentierten Darstellung der verbundenen Systeme Bauwerk, Kanalnetz, Industrie und Bevölkerung sowie der Ableitung einer Arbeitskonzeption, die wir hier rechts dargestellt haben und auf die ich im Nachfolgenden kurz eingehen werde. Die Darstellung sieht man dann am linken Rand hier. Sprich, wir identifizieren zunächst kritische Bauwerke und haben daraus Szenarien erarbeitet. Basierend auf den Funktionen, die ein Bauwerk im Normalzustand erfüllt, können wir dann ableiten, wann die verkehrsrelevante Funktion oder die wasserhaltende Funktion im Systemkanalnetz in Gefahr ist und schließen hieraus, ob die nachfolgenden Ebenen, sprich die Ebenen Industrie und Bevölkerung, ebenso einem Risiko exponiert sind. Anschließend werden die Risiken auf den einzelnen Ebenen ermittelt. Die Risikoermittlung ist dabei normiert und wird zur Kritikalität agiert, indem wir eine zweistufige Gewichtung vornehmen. Die basiert wiederum auf einer Risikopriorisierung, einer Regel zur Entscheidungsfindung, welche eine Risikopriorisierung erlaubt und Schutzzielpriorisierung und Risikoaffinität einbezieht, soll hier aber im Detail von der Berechnung erstmal nicht weiter vertieft werden. Nun habe ich genug über unser Grundverständnis und die Berechnungsgrundlage gesprochen und komme zur GIS-basierten Visualisierung unseres Instandhaltungsmanagements. Und genau, da haben wir hier das WebGIS-Tool, was Sie hier in klein sehen, wovon ich einzelne Ausschnitte im Nachfolgenden mitbringe. Bevor wir aber in die Anwendung direkt reinschauen, möchte ich nochmal die gestellten Anforderungen darstellen. Im Gegensatz zum bisherigen Instandhaltungsmanagement, welches auf einzelbauwerklichen Betrachtungen basiert und zu Informationsdefiziten bezüglich der Maßnahmenpriorisierung führt, wollen wir Daten und Wissen interdisziplinärer Fachrichtungen einbeziehen und eine gesamtheitliche Risikobetrachtung soll dabei auf überregionaler Ebene ermöglicht werden und die Ergebnisse als notwendige Informationen zur Entscheidungsunterstützung sollen anwenderfreundlich und verständlich visualisiert werden. Dazu haben wir ein Tool entwickelt, welches zunächst in zwei Versionen über einen internen Webserver bereitgestellt wird. Eine Version zur Demonstration des Potenzials der Anwendung als entscheidungsunterstützendes Werkzeug zur Priorisierung von Instandsetzungsmaßnahmen. Zudem konnten wir für einzelne Bauwerke Realdaten erheben, die wir in eine zweite Anwendung integriert haben. Zu den technischen Details ist Folgendes zu sagen. Die Anwendung basiert vollständig auf Open-Source-Komponenten zur Bereitstellung und Visualisierung von Geodaten über das Internet. Hierbei kommt die offene JavaScript-Bibliothek OpenLayers zum Einsatz, welche es ermöglicht, Geodaten im Webbrowser-Plattform unabhängig darzustellen.
Dabei sind clientseitig keine weiteren Voraussetzungen nötig, sofern ein Webserver installiert ist. Als Webanwendung wird unser Preview-GIS über einen Webserver bereitgestellt und bietet innerhalb der Fortführung die Möglichkeit, die Inhalte im Internet zu veröffentlichen. Die Geodaten werden filebasiert im GeoJSON-Format abgelegt, sodass die Anwendung direkt darauf zugreifen kann. Und bei einer Veröffentlichung der Anwendung sind weitere Schritte zu berücksichtigen, um insbesondere dem Datenschutz gerecht zu werden. Daher empfiehlt es sich, die Daten in eine räumliche Datenbank zu importieren und die Bereitstellung der Daten über eine entsprechende Schnittstelle und ein PHP-Backend zu realisieren. Das bietet insbesondere den Vorteil, dass Datenzugriffe nach speziellen Vorgaben bzw. nach Zugriffsrechten geregelt werden können. Da die Anwendung im Status Quo als Demonstrator keine Bearbeitung der Geodaten direkt über den Webbrowser ermöglicht, sind Änderungen am Datensatz direkt im GIS vorzunehmen und die Dateien entsprechend auszutauschen. Im Fall der Weiterentwicklung des Programms existieren weitere Möglichkeiten, auch die Bearbeitung direkt im Browser zu ermöglichen. Hier habe ich jetzt mal einige Screenshots mitgebracht, um einen Einblick in das Programm zu zeigen. Sprich, wir haben hier auf der linken Seite eine Auswahl an Daten, die angezeigt werden können, von Hintergrundkarten bis zu eben und den risikorelevanten Objekten, die von Dammlagen über Durchlässe, Düker und Sicherheitstoranlagen reichen. Rechts im Bild haben wir hier dann direkt die Darstellung mit Hintergrundkarte und dann Mouseover über die einzelnen Bauwerke, die die Orientierung im Programm ermöglicht und erleichtert und kann so eben einzelne Bauwerksklassen und Objektkategorien auswählen. Beim Klick auf das einzelne Bauwerk erhalte ich nähere Informationen zum Bauwerk selbst, wie zum Betreiber und die Funktion, die es erfüllen soll, sowie auch zur Risikobewertung. Sprich, hier bei der Nummer 6 kann ich die Details aufrufen der Risikobewertung, sehe hier das Risikocluster zwischen Bevölkerung und Logistik und kann in einem weiteren Pop-up auch Informationen zur szenariospezifischen Vulnerabilität aufrufen. Was zudem bei der Nummer 7 ermöglicht wird, ist hier einen Maßnahmenkatalog aufzurufen, der bauwerksspezifisch ist und der zunächst erstmal darstellt, was für Maßnahmen zur Resilienzerhöhung an der Stelle möglich sind oder bei diesem Bauwerk. Wenn wir jetzt weitergehen in die Risikobetrachtung, haben wir hier rechts dargestellt eine Dropdown-Liste, in der ich verschiedene Risikokategorien und Darstellungskategorien auswählen kann. Als wichtigstes sei hier eben diese Risikokategorie Gesamtrisiko auszuwählen, die hier links dargestellt ist, wobei diese Bauwerke sich jetzt alle in dem gelben und orangenen Bereich befinden. Sprich, ich habe inzwischen erhöhtes und hohes Risiko die meisten Bauwerke eingeklustert, kann darüber hinaus jetzt noch an dem Schieberegler meine Schutzzielpriorisierung auswählen und kann als Entscheidungsbeauftragter entscheiden, ob ich risikoneutral oder eher risikoavers bin. Daraus resultiert dann eine Auflistung der ausgewählten Objekte als Priorisierungsliste für Instandsetzungsmaßnahmen. Sprich, hier hätten wir jetzt als oberstes eine Objekt-ID zu der Rohr- und Kabeldüke-Anlage bei Kilometer 36,315, die Priorität 1 zum Instandsetzen wäre bei Klick auf diese blau markierte Objekt-ID navigiert das Tool auch direkt zum entsprechenden Bauwerk und ruft die entsprechenden Details des Bauwerks auf. Genau, soweit habe ich Ihnen jetzt einen Einblick in unser Tool gegeben. Hoffe, der konnte im Rahmen der Möglichkeiten ansatzweise gegeben werden und komme jetzt zu einem kleinen Ausblick. Zum Ausblick bleibt zum Projekt zu sagen, dass dieses im Februar bereits abgeschlossen wurde und noch letzte Restarbeiten an der Veröffentlichung weiterer Projektergebnisse stattfinden. Demnach wird die Anwendung im Projektrahmen zunächst erstmal nicht weiterentwickelt. Die Möglichkeit der Weiterentwicklung können hingegen zur kommerziellen Verwertung bzw. bei Infrastrukturbetreibern in Betracht gezogen werden. Dazu gehört zunächst die Ergänzung des bestehenden Real-Datensets um die vollumfänglichen überregionalen Verkehrsbauwerke.
Zudem bietet PrevueGIS als Webanwendung durch die Bereitstellung über einen Webserver die Möglichkeit, die Inhalte im Internet zu veröffentlichen. Die bisherige filebasierte Datenablage muss dabei dem Datenschutz noch gerecht werden, wobei es sich empfiehlt, die Daten eben in eine räumliche Datenbank zu importieren und die Bereitstellung der Daten über ein PHP-Backend zu realisieren. Das bietet insbesondere den Vorteil der genannten Zugriffsrechte. Darüber hinaus sollte eben zur einfachen Bedienung die Bearbeitung der Daten direkt im Browser ermöglicht werden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bin im Nachgang gespannt auf Ihre und eure Anmerkungen und Fragen. Vielen Dank. Rebecca, herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Es sind auch bereits einige Fragen eingetroffen, die ich gerne nennen möchte. Ja. So, die meisten Leute hat interessiert. Aktuell wird in den Medien über den Instandhaltungsrückstand von Straßenbauwerken, Straßenbrücken berichtet. Gilt dies auch in ähnlicher Weise für Kanalbauwerke? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht den kompletten Einblick, wie der generelle systemische Zustand der Straßenbrücken aussieht. Kann nur sagen, für die Wasserstraßen sieht es extrem schlecht aus in den meisten Fällen leider, dass diese Bauwerke eben ein Anlagenalter von teils über 100 Jahren aufweisen. Diese sind dann fast noch die, die am besten in Schuss sind, aber das wurde eben auch sträflich vernachlässigt, auch im Sinne von Personalstellen und Ressourcen, die eben einfach kontinuierlich abgebaut wurden oder nicht nachbesetzt wurden, und entsprechend leidet der Bestand seit Jahren und Jahrzehnten. Also gilt es auch für beispielsweise für die kilometerlangen Dämme, die man manchmal beobachten kann? Oder für welche Bauwerke? Nein, also wo wir tatsächlich eben den Zustand besser feststellen können, ist bei den ganzen gebauten Bauwerken, sprich Schleusen, wo dann auch Korrosion besteht, die tatsächlich eben regelmäßig bauingenieurstechnisch gewartet werden. Bei den Dämmen können wir da glücklicherweise ein anderes Bild verzeichnen, sodass wir hier nicht ganz so viele kritische Bauwerke haben, weil sonst hätten wir natürlich ein immenses Problem in jegliche Richtung. Die sind aber eben natürlich entsprechend auch genauso zu monitoren und zu überwachen, dass hier eben keine allzu dramatisch kritischen Zustände auftreten. Dann die nächste Frage betrifft das Ausbleiben von Niederschlägen in Deutschland. Wird Trockenheit auch als Risiko betrachtet? Das war ja zum Beispiel am Rhein ein großes Problem, ich glaube in 2018. Ja, wie gesagt, demnach, also wenn man die Trockenheit und Klimawandel betrachtet, ist das natürlich ein hochbrisantes und aktuelles Thema. Dadurch, dass wir uns im Forschungsprojekt jetzt auf tatsächlich Kanalstrecken konzentriert haben und fokussiert haben, ist es da so, dass wir da mit diesem Problem relativ wenig Gefahr zum Glück haben. Ist einfach dem geschuldet, dass jetzt zum Beispiel im westdeutschen Kanalnetz das ganze Ding relativ gut als in sich geschlossenen Kanal abschotten kann, sage ich mal, wo halt dann die Probleme sind eben die Verbindungen so zwischen den staugeregelten Flüssen wie dem Rhein, wo dann eben beispielsweise Problem ist, dass vielleicht die Pumpe dann so niedrig liegt im Endeffekt, dass das Wasser eben nicht mehr hochgepumpt werden kann. Dazu muss es aber schon sehr, sehr niedrig liegen, oder ein indirekter Effekt davon ist quasi auch, dass ich dadurch, wenn ich eben beispielsweise bei der Trockenheit 2018 war das der Fall, dadurch, dass der Rhein nicht mehr komplett beschiffbar ist, habe ich eher das Problem, wenn ich das westdeutsche Kanalnetz jetzt beispielsweise betrachte, dass das quasi eben als Umleitung dient, sprich, dass ich hier eben viel mehr Kapazitäten brauche als im Normalzustand, die ich halt so im Normalfall gar nicht bedienen kann, womit dann eben einhergeht, dass ich Schleusen rund um die Uhr betreiben muss, die im Normalfall eben gar nicht dafür ausgelegt sind. Okay, achso, jetzt ist mir auch klar geworden, dass sie es ja mit Kanäle betrachtet, nicht natürliche Wasserstraßen. Okay. Genau. Und dann haben Sie am Eingang Ihres Vortrags die wirtschaftliche Bedeutung des
des Transports auf diesen Kanälen hervorgehoben. Ja. Gibt es auch Kanäle, für die das weniger gilt? Also ich fahre zum Beispiel relativ häufig über den Main-Donau-Kanal, also in Franken, und da denke ich mir, Savalot, gar nicht viele Schiffe da, ne, wieder. Oder es ist mal ein Schiff vor einer Schleuse und ich freue mich, dass ein bisschen da ist. Oder gibt es dann Kanäle, die eine hohe wirtschaftliche Bedeutung haben, andere, die eher eine, ja, nur Kosten verursachen? Ja, gut, im Prinzip, sagen wir mal, nur Kosten verursachen und Kosten einsparen oder so, die Betrachtung gibt es ja tatsächlich nicht im Sinne der Infrastruktur, weil ich zahle ja konstant für die Unterhaltung, nehme aber im Gegensatz dazu eigentlich jetzt keine direkten Fahrabgaben oder irgendwas ein. Mhm. Natürlich gibt es verschiedene Abstufungen zwischen der wirtschaftlichen Relevanz von einzelnen Kanälen oder eben auch einzelnen Bauwerken, was wir jetzt ja auch versucht haben, eben das tatsächlich runterzubrechen, dass wir sagen, okay, das ist kritischer, wenn Schleuse A ausfällt, als wenn Schleuse B ausfällt. Kann zum einen dem geschuldet sein, dass eben durch Schleuse A alle Schiffe durch müssen, dass es da vielleicht auch keine effektive Redundanz gibt, dadurch, dass ich einfach auf einen potenziellen Umweg habe, aber dieser Umweg halt nur eine Schleuse hat, der nur kleine Schiffe durchschleusen kann beispielsweise, was auch bei der Schifffahrt, sage ich mal, natürlich wichtig ist, die Betrachtung der Güter, die ich tatsächlich transportiere, da ich die ja sehr schwer nur auf eine Straße umladen kann. Ein Schiff, was durch den Kanal fährt, entspricht ungefähr 200 LKWs. Und wenn ich dann darüber hinaus noch betrachte, was da aktuell so rumgeschippert wird, dann ist ein Großteil davon aktuell noch Kohle. Und es sind Chemikalien und da kommt es natürlich darauf an, eben das zu betrachten, was passiert denn noch, wenn ich jetzt halt wenn ich diesen Kanal irgendwie jetzt 6 Wochen trocken lege oder da eben nichts funktioniert, was sind denn die Folgekonsequenzen im gesamtwirtschaftlichen Umfeld? Und da gibt es dann natürlich auch Wasserstraßen, die sind in der einen Hinsicht signifikanter oder Abschnitte, die generell gesamtwirtschaftlich wichtiger sind als jetzt andere. Und ist dann der Betreiber immer der Bund oder wer ist dafür zuständig? Genau, also Betreiber ist eigentlich durchweg der Bund. Mhm. Einzelne Hafenanlagen werden dann von privat meines Erachtens betrieben, aber das ist eben auch das Problem mit dem Instandhaltungsrückstau und mit der Unterfinanzierung. Das im Prinzip, also wir haben dann auch mit einigen Firmenvertretern gesprochen, die eben meinen, hey, wir brauchen ein intaktes Wasserstraßennetz. Wir würden euch auch irgendwie Geld dazugeben, weil ansonsten bringt der Standort uns irgendwann halt nichts mehr. Aber es ist tatsächlich reine Sache des Bundes, da eben für Funktionstüchtigkeit zu sorgen. Okay. Es ist ja immer sehr, finde ich, sehr bedauerlich, wenn mit dem Ende eines Projektes auch Applikationen und Webservices und so weiter verschwinden. Jetzt hatten Sie ja im Ausblick genannt, mögliche Weiterführung bei Infrastrukturbetreibern. Wie sehen da die Chancen aus? Ja, das, wie gesagt, die ganze Branche ist da jetzt gerade auch bei den Wasserstraßen so ein bisschen im Umbruch, weil da stößt man natürlich zum einen immer auf massive Probleme bei den Betreibern, irgendwie neue Systeme einzuführen, erstmal neue, genau, es sind ja zwei Sachen im Prinzip. Einmal die Risikobewertung, die eben einzelbauwerklich hier passiert, im Gegensatz zu dem, was wir aktuell haben. Was wir aktuell haben, ist eben eine zeitliche Wartungsstrategie, die eben sagt, schau dir alle 6 Wochen mal die und die Schleuse an. Und dahingehend haben wir ja jetzt im Prinzip den Vorschlag von einer risikobasierten Instandsetzungsstrategie, wo ja so ein bisschen Blackbox dahinter steht, für den Entscheidungsträger, sage ich mal. Die Schwelle haben wir da eben versucht ein bisschen zu nehmen mit dem Tool und auch einer ausführlichen Anleitung dazu. Wie gesagt, diese Systeme dann eben tatsächlich in den Realbetrieb da Begeisterung zu finden, ist, sagen wir mal, eben den Behördengängen nach immer nicht so einfach. Wir merken jetzt aktuell aber wieder so ein bisschen die Hemmschwelle, sage ich mal, sinkt oder die Akzeptanz auch steigt, auch eben durch die Vorteile von GIS-basierten Systemen, dass das halt doch, sage ich mal, visuell auch greifbarer ist, als wenn man jetzt die rein wissenschaftliche Risikobetrachtung irgendwie anstellt.
Ist aber, wie gesagt, alles noch etwas komplizierter. Also jetzt nicht einfach gehen dahin und die übernehmen das, sondern das hat natürlich eben definitiv noch mit Nacharbeiten des Forschungsprojektes zu tun, das auch versuchen, eben irgendwo unterzubringen. Okay, also weil Sie jetzt aber von Blackbox gesprochen haben, Blackbox, wenn man von außen drauf schaut, aber es macht es ja eigentlich transparenter, ne? Insgesamt das System, die Notwendigkeit. Genau, also Blackbox war jetzt in Bezug auf die Risikobewertung eben bezogen, weil eben auch in Behörden ist es ja dann oft so, ich traue im Prinzip keiner Risikobewertung, die ich nicht selber angestellt habe oder nicht selber durchschaut habe. Und am Ende sitzt halt ein Entscheidungsträger da, hat eine GIS-Karte vor sich mit 5 verschiedenen farbigen Punkten und soll dem dann im Endeffekt trauen. Wie gesagt, da gilt es auf jeden Fall eben eine Hemmschwelle, sage ich mal, eben zu überwinden, dass man sich eben auch damit dann auseinandersetzt. Mhm. Gut, wenn ich im Chat schaue und die Frage tab, dann sind wir durch mit den Fragen. Dann danke ich doch mal sehr herzlich für den Vortrag und für diesen Anwendungsaspekt, der uns auch ein ganz ungewohntes Bereich unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft auch nahegebracht hat. Und Risikobewertung ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. So, und somit, denke ich, komme ich jetzt auch zum Ende dieser Sitzung und ich danke nochmal allen Vortragenden und denen, die im Chat sich engagiert haben und mit Fragen dazu beigetragen haben. Und Rebecca, dir auf jeden Fall alles Gute für die weitere wissenschaftliche Arbeit am KIT und in Karlsruhe. Vielen Dank. Danke für die Moderation.